Hallo, ich bin Projektheld und das hier ist der zweite Teil von dem Video, bei dem ich diesen wunderschönen elektrischen Tacho verbaue und damit geht's jetzt weiter. So, jetzt geht's um den Sensor und den möchte ich hier verbauen und zwar aus verschiedenen Gründen. Hier vorne ist die Getriebeausgangswelle und hier habe ich noch eine relativ hohe Drehzahl, die dann über die Kette nochmal untersetzt wird aufs Hinterrad und deswegen möchte ich den hier verbauen und eine hohe Frequenz bedeutet, dass das Signal am Tacho besonders oft aktualisiert wird und dadurch die Geschwindigkeit wirklich auch sehr genau angezeigt wird, wenn sie sich kurzzeitig verändert. Und dann braucht es nicht immer so lange, bis es wieder aktualisiert. Vielleicht kennt ihr es vom Fahrradtacho, da braucht es manchmal wirklich immer eine Sekunde, bis die neue Geschwindigkeit angezeigt wird. Und eigentlich möchten wir eine schöne kontinuierliche Geschwindigkeitsanzeige. Deswegen verbaue ich den hier. Ein weiterer Grund ist, dass ich einfach cool finde, den elektrischen Tacho auch hier zu verbauen, wo der Originaltacho verbaut ist. Und als letzten Grund habe ich noch, dass ich hier das Kabel sehr schön in den Herzkasten reinlegen kann und dann nicht irgendwie einen langen Weg überbrücken muss und dass man das dann da, glaube ich, auch ganz gut verstecken kann. Los geht's! So, jetzt zeige ich euch, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Als erstes baue ich den alten Tachoantrieb aus, um dann Platz zu schaffen für den neuen, für den Sensor, den ich schon im letzten Video gezeigt habe. Den muss ich dann irgendwie verbauen, der sollte schön senkrecht auf das Ritzel drauf gucken und bei dem Ritzel muss ich dann gucken, dass ich die mitgelieferten Magnete einbaue. Weil ich einen Reed-Sensor verwende, brauche ich da eben diese Magneten und da werde ich ein Loch reinbohren, was einen Ticken kleiner ist vom Durchmesser her als die Magnete und dann mit ein bisschen Kleber drücke ich die einfach da rein und dann denke ich mal, halten die ganz gut. Um den Tachoantrieb auszubauen, muss ich hier diesen kleinen Pin rausschlagen. Den kann ich dann auf der anderen Seite einfach rausziehen und danach kann ich den ganzen Tachoantrieb einfach nach oben rausnehmen und beiseite legen. Das Loch hier oben möchte ich auf jeden Fall abdecken und dafür werde ich mir irgendwas mit einem 3D-Drucker konstruieren und da oben eine Art Stöpsel reindrücken. So, hier habe ich jetzt den kleinen Stöpsel, den habe ich 3D gedruckt aus so einem Gummifilament. Aber ich habe es extra besonders hart gedruckt, also mit 100% Infill, sodass er wirklich sehr stabil ist. Aber wenn ich ihn reinstecke, dann lässt sich noch ein bisschen verformen und dann sitzt er schon ziemlich gut an. Und während ich die konstruiert habe, habe ich überlegt, es wäre doch eigentlich cool, wenn ich den Sensor gleich da rein integriere. Dann muss ich hier an dem Lichtmaschinendeckel nämlich gar nichts wegfeilen oder irgendwas, sondern bleibt der ganz original. Und wenn ich das später mal wieder ausbauen will, kann ich es einfach ausbauen, Tauchantrieb wieder einbauen und habe es wieder original. Und habe ich hier kein Loch gebohrt oder irgendwas rausgefräst und spare natürlich auch ein bisschen Arbeit. Um den Sensor zu fixieren, sind zwei Muttern dabei. Die erste Mutter wird hier unten in das 3D gedruckte Teil eingelegt, da ist genauso eine Sechskantaussparung. Und dann kann man den Sensor einfach hier oben reinschrauben und dann kann man den so weit reindrehen und auch gleichzeitig dadurch justieren, wie weit man ihn reinschraubt, weil entsprechend schaut er dann auf der anderen Seite raus. Auf der Rückseite kann man mit der zweiten Mutter das Ganze dann kontern, sodass das Ganze dann auch fest sitzt und sich nicht mehr lösen kann. Den ganzen Stopfen kann man einfach hier oben einsetzen und schon ist der Sensor fertig montiert. Und auf der Innenseite schaut er hier schön senkrecht auf das Ritzel drauf. Und zum Schluss hauen wir natürlich wieder diesen Pin hier durch. So, als nächstes möchten wir den kleinen Magneten noch an den Mitnehmerritzel befestigen und dafür habe ich schon gesagt, will ich hier ein Loch reinbohren, was ein Ticken zu klein ist für den Magneten. Der Magnet hat einen Durchmesser von 5 mm, das heißt ich fange mal an mit 4 mm, bohre es dann vielleicht noch auf 4,5 mm auf, fasse das Ganze schön an und dann versuche ich ihn schön reinzudrücken und davor mal noch ein bisschen Kleber rein und ich denke mal, dann wird es schon halten. So, wenn ihr jetzt die Frequenz von dem Signal noch mehr steigern wollt, könnt ihr theoretisch genau auf die Gegenseite von dem jetzigen Magneten nochmal ein Loch bohren und nochmal Magneten einsetzen. Dadurch hättet ihr nochmal die doppelte Auflösung, also eine doppelt so hohe Frequenz. Ich probiere es erstmal so, ich weiß auch nicht, was für eine hohe Frequenz überhaupt der Tacho verträgt. Und jetzt teste ich das Ganze erstmal so und wenn es am Ende nicht reicht, dann bohre ich einfach nochmal ein Loch, nochmal Magneten. Aber wichtig ist, dass der auch wirklich exakt gegenüber liegt und nicht verschoben ist, weil ansonsten passt es mit der Geschwindigkeit nicht. Aber jetzt verbaue ich das Ganze erstmal so, wie es ist.
Den Tachoantrieb und den Seitendeckel könnt ihr ganz normal wieder verbauen und festschrauben, wie zuvor auch. So, das Kabel habe ich jetzt hier durchgezogen. Und als nächstes muss ich zum Verkabeln von dem Tacho erstmal die Sitzbank und auch den Tank abbauen. Und ja, da komme ich leider nicht außen rum und damit mache ich jetzt weiter. So, als nächstes baue ich mal vorbildlich die Batterie aus, damit ich hier noch irgendwo einen Kurzschluss erzeuge und dann irgendwas kaputt geht. Die Kabel, die oben vom Tacho kommen, die verlege ich hier einfach mit allen anderen Kabeln hier runter. Und das Schöne ist, die sind genau richtig lang, dass sie gerade so in den Herzkasten reinkommen. Die haben einfach die perfekte Länge. Weil das Ganze jetzt ein paar mehr Kabel sind, würde ich hier an dem Teil mit dem Seitenschneider einfach noch ein bisschen was rausknipsen, dass hier auch mehr Kabel durchpassen. Um die passenden Stecker für das Kabel muss ich mich gar nicht kümmern, denn es sind Kabel mitgeliefert mit passenden Steckern. Das heißt, die muss ich bloß noch auf der anderen Seite einen Stecker dran machen oder verlöten oder was auch immer, um das Ganze hier anzuschließen. So, das Verkabeln erkläre ich mal in Kurzform. Und zwar ist dafür am besten, wenn ihr euch den Schaltplan einmal ausdruckt von eurem Moped. Das muss ja nicht unbedingt ein Simson sein, kann ja auch was anderes sein. Dann sieht natürlich ganz anders aus. Und die Bedienungsanleitung von dem Tacho. Hier ist aufgelistet, welche Kabelfarbe an welchen der beiden Kabel was genau beinhaltet und was man da anschließen soll. Und da muss man entsprechend nur noch im Schaltplan gucken, wo man es anschließt. Und für meine S51B2-4 möchte ich euch das ganz kurz erklären. Also ich habe erstmal den Strom angeschlossen. Das ist einmal hier das schwarze Kabel gegen Masse und das rote Kabel sollte an die Batterie gehen. Die Batterie habe ich auf Klemme 15-51 abgegriffen. Da wird auch die Hupe angeschlossen und so konnte ich das Kabel eigentlich ziemlich gut finden und habe dann da eben auch einfach einen Abzweig gemacht für den Tacho. Das heißt, mit dem Zündschloss wird dann auch der Tacho abgeschaltet. Dann habe ich den Drehzahlmesser angeschlossen. Hierfür habe ich einfach das Kabel hier 5 bis 6 Mal um das Zündkabel rumgewickelt. Und darüber wird es einfach induktiv dann aufgenommen und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Falls ihr da ein Problem haben solltet, dann am besten einfach die Wicklungszahl noch ein bisschen variieren. 1-2 Umwicklungen mehr drum oder 1-2 Umwicklungen weniger drum und dann soll es auf jeden Fall funktionieren. Für den Tacho habe ich den Geschwindigkeitssensor, den wir vorher verbaut haben, auf der einen Seite gegen Masse gelegt und auf der anderen Seite habe ich ihn beim Tachoeingang rangemacht. Und dann habe ich noch extra ein Kabel eingezogen, vorne vom Frontlicht, um beim Fernlicht noch ein Signal abzunehmen. Und das Ganze habe ich dann auch an den entsprechenden Anschluss rangemacht und die beiden Blinker habe ich auch noch verkabelt, dass man immer sieht, in welche Richtung man blinkt. Die restlichen Anschlüsse konnte ich leider nicht verbauen. Ich habe keinen Leerlaufsensor und ich habe auch keinen Ölkontrollsensor oder irgendwas in der Art. Von dem her bleiben die einfach unbelegt und liegen hier einfach noch dran rum. Ich habe jetzt alles provisorisch verkabelt. Jetzt baue ich zum ersten Mal die Batterie ein und dann gucke ich mal, ob auch alles so stimmt. Ich drehe zum ersten Mal den Zündschlüssel um. So, das sah schon mal vielversprechend aus. Jetzt teste ich die einzelnen Funktionen durch und wenn alles passt, baue ich alles zusammen und dann geht's ans Kalibrieren. So, leider regnet es draußen schon seit mehreren Tagen und deswegen kann ich euch nicht zeigen, wie man den Tacho während der Fahrt kalibriert. Aber ich zeige euch das Ganze einfach mal hier drin und dann müsst ihr das gleiche einfach nur draußen machen und während der Fahrt. Zum Kalibrieren nehmt euch am besten die Bedienungsanleitung zur Hand. Da steht es genau drin, was ihr machen müsst und wie das bei meinem Tacho geht, das zeige ich euch jetzt. Bei meinem Tacho gibt es insgesamt 3 Möglichkeiten, wie man ihn kalibrieren kann. Und zwar ist die erste Möglichkeit, dass man einfach manuell eingibt, wie beim Fahrradtacho auch, eine Zahl mit einem gewissen Umrechnungsfaktor und über das einfach den Tacho kalibriert. Die zweite Möglichkeit ist, dass man genau 1 Kilometer weit fährt und davor einmal startet und danach stoppt. Und darüber rechnet er sich dann quasi auch, wie viele Sensorsignale er bekommen hat
und darüber kann er auch die Geschwindigkeit bestimmen. Oder die coolste Möglichkeit, und wie ich es auch vorhabe noch zu machen, ist, dass man exakt 40 km/h schnell fährt und dann eben auch eine Taste drückt und während den 40 km/h misst er dann, wie oft das Sensorsignal gerade ankommt. Und darüber kalibriert er sich dann und das kann ich super machen, wenn ich hier wieder mein Handy mit dem GPS-Tacho ranmache. Und dann kann ich auch gleich während der Fahrt gucken, nachdem ich das einmal gemacht habe, wie gut das Ganze kalibriert worden ist. Und falls es noch nicht gut ist, dann kann ich es einfach gleich nochmal machen. Um den Tacho einzustellen, müsst ihr natürlich erstmal einschalten. Dann habt ihr auf der Rückseite zwei Tasten hier hinten dran. Die eine ist Mode auf der linken Seite und auf der anderen Seite habt ihr Set. Und um in den Einstellungsmodus zu kommen, müsst ihr die beide gleichzeitig 2 Sekunden lang drücken. Dann seht ihr im Display schon die erste Einstellungsmöglichkeit, und zwar Speed. Da besteht auch das SP. Und um in den Modus reinzukommen, müsst ihr nochmal 2 Sekunden lang Set drücken, also die rechte Taste. Und jetzt haben wir hier insgesamt die 3 Einstellungsmodi, die ich vorher schon beschrieben habe. Und mit dem Mode-Taster könnt ihr da durchgehen. Das hier ist der erste Einstellungsmodus, bei dem man 1 Kilometer weit fährt. Hier hat man den zweiten Einstellungsmodus mit den 40 km/h. Und der dritte, bei dem man manuell die Sensorsignale pro Kilometer eingibt. Wie ihr das Ganze im Einzelnen anwendet, könnt ihr am besten in der Bedienungsanleitung nachlesen. Da ist nämlich eine Schritt-für-Schritt-Erklärung drin. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, dann lasst doch ein Abo da und auch einen Daumen nach oben. Ich bin sehr zufrieden mit dem Tacho und ich hoffe, dass ich auch euch alle Informationen geben konnte, damit ihr bei eurem Projekt weiterkommt. Und falls ihr euch noch mehr Simson-Videos anschauen wollt, da habe ich auch noch ein, zwei Videos gemacht zu dem Moped hier, wie ich das komplett neu aufgebaut habe, selber eine Zündung gebaut habe. Von dem her könnt ihr da auch mal vorbeischauen.